Hallo, liebe Burgerfreunde, es ist mal wieder soweit. Wir haben einen neuen Burger-Test. Und das Faszinierende ist, es ist wirklich eine neue Stadt, in der ich selbst auch noch nicht war, beziehungsweise auch noch keinen Burger getestet habe. Das heißt, es ist für euch und für mich heute ein absolut neues Ereignis. Puh. Wir befinden uns heute im Swiss Hotel in Tallinn, der schönen estnischen Stadt. Super schön. Also, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, irgendwie mal Bock habt, irgendwo hinzufahren, wo nicht vielleicht jeder hinfährt, Tallinn ist eine Reise wert. Eine super schöne kleine Altstadt mit absolut schönen, traumhaften kleinen Restaurants und Cafés. Da gibt es so ein altes Hansehaus, wo gar kein Strom existiert, sondern alles nur mit Kerzen ist. Oder auch ein Café, das sieht aus wie so ein Gewölbekeller. Also, ist echt schön. Wenn man natürlich gutes Wetter hat, ist das Ganze um einiges schöner. Hat man es nicht? Naja, dann kann man sich trotzdem in so einen Café oder in so ein Restaurant setzen. So, heute also im Swiss Hotel, wie immer, das ganz normale Programm. Wir haben uns heute bestellt, hier zunächst erstmal einen leckeren Caesar Salad mit Hähnchen und Bacon. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Das muss ich wirklich sagen. Wenn ich mir das so ansehe, kriege ich schon ein bisschen Hunger. Und natürlich, wie es sich gehört, auf den zweiten Blick, jetzt muss ich mal so ein bisschen gucken mit dem Stäbchen. Ta-ta-ta-ta! Klonk. Einen Burger. Und das sieht spannend aus. Da kommen wir mal gleich zu. Also, zunächst einmal die Pommes. Ja, die sind dick. Die sind schön dick. Das gefällt mir. Schon mal ein bisschen probieren. Okay. Der Burger. Das Fleisch gefällt mir dahingehend, weil das ist sehr unregelmäßig. Und Unregelmäßigkeit heißt, es ist fresh. Also, was machen wir? Wir stellen euch hier hin. So, ihr könnt mich sehen. Top, ich kann euch sehen. Und dann legen wir mal los. Wir legen los. Und nicht mit dem Burger, sondern wie immer mit dem Caesar Salat. Erstmal hier ein bisschen schön die Serviette hingelegt. Und dann schauen wir mal. Generell das Swiss Hotel. Sehr schön gelegen. Hat ein sehr schönes Restaurant. Ich war da gestern Abend essen. Echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Vor allem das ganz oben. Etwas teurer, logischerweise, aber super Service. Kann ich echt empfehlen. Also schauen wir mal, was der Salat in der Roomservice so kann. Das Hähnchen ist ein bisschen kalt, das ist nicht mehr ganz warm. Der Salat. Für meinen Geschmack könnte der ein Tick knackiger sein. Der Bacon ist okay, ebenso der Käse. Geschmacklich ist das gut. Was mir fehlt, ist Brot. In dem Restaurant oben gibt es als Vorspeise einen riesengroßen Brotteller, sage ich jetzt mal, mit allen möglichen Sorten von Brot. Das ist total lecker, aber das fehlt mir hier. Das fehlt mir hier tatsächlich. Der Salat, geschmacklich, die Soße schon ein bisschen, ja, sehr Caesarig, sehr sardellig, aber ohne wirklich die Sardellen drin zu haben. Ist gut, es gefällt mir. Wie gesagt, das Hähnchen kalt, die Salatblätter ein bisschen labberig. Ich würde dem Ganzen eine solide 7 geben. Kosten tut dieser Salat. Wenn ich mich richtig entsinne, 10 Euro. Und das ist okay. Preis-Leistungs-Verhältnis ist da voll in Ordnung. 7 Punkte ist solide. Der Burger. Das Wichtigste hier. Erstmal die Pommes. Die sind dick. Und noch relativ warm. So ein bisschen wie belgische Pommes. Gute Konsistenz, innen weich, außen knusprig. Nicht super knusprig, aber okay. Könnten ticken länger. Ich finde, sie könnten ticken länger. Aber bei Pommes macht man auch nicht so viel falsch. Also, den würde ich jetzt 8 Punkte geben.
Ja. 8 Punkte ist okay. Finde ich gut. Kann man essen. So, der Burger. Also, als allererstes kann ich schon mal sagen, beim Bestellen bin ich gefragt worden, wie ich den Burger gerne hätte. Medium oder Done. Das ist schon mal ein Qualitätsmerkmal. Done. Mit Käse oder ohne habe ich bestellt mit Käse. Und es gibt Mayonnaise, Ketchup und Senf zum selber anrichten, was ich sehr gut finde. Der Burger an sich ist ohne Salat. Der Salat liegt daneben. Wenn man ihn möchte, kann man das machen. Ansonsten hat er hier so Käse und Zwiebeln. Und zwar eine ziemlich große Zwiebel, wenn ich das gerade so sehe. Und Fleisch. Und das war's. Da ist keine Soße drauf, da ist nichts drauf. Da ist unten so ein bisschen Soße. Hier. Ich weiß nicht, was das ist. Eigene Soßenkreation, keine Ahnung. Ich kann schon mal sagen, das Patty ist ein bisschen angematscht von dem Fleischsaft. Das ist gut. Keine Kritik, das ist gut. Das Patty ist auch auf beiden Seiten vorgebraten. Nicht das Patty, das Bun, Entschuldigung. Das Bun, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich verwechsel die beiden Wörter immer, frag mich bitte nicht wieso. Schauen wir mal, der erste Bissen. Eine große Zwiebel und eine große lange Zwiebel, die sich kaum durchbeißen lässt. Okay. Sehr zwiebelig. Muss ich schon mal sagen. Das kann ich schon mal sagen. Das ist sehr zwiebelig. Also, nachdem ich da ja gestern Abend essen war und ich war wirklich begeistert, ich habe ein Steak gegessen, das war wirklich gut, hatte ich die leise Hoffnung, heute eine 8 zu entdecken. Eine 8. Das wäre großartig gewesen. Ich muss euch leider sagen, es ist es nicht. Tut mir leid. Zunächst einmal, der Burger ist gut gebraten. Man kann es vielleicht noch sehen. Hier in der Mitte ist der schön rosa. Was mir natürlich nicht gefällt, ist diese Masse an Zwiebeln. Boah, guckt euch das mal an, was da für Zwiebeln drauf. Das ist nur Zwiebel. Nur. Man schmeckt die Zwiebel nicht so raus. Das ist so eine ganz normale Speisezwiebel. Nichts Spezielles. Nichts, was irgendwie und jetzt krass geschmacklich reinkommt. Nichtsdestotrotz, es ist zwiebelig. Und dann ist das Patty hat einen Eigengeschmack. Einen typischen Eigengeschmack. Aber nicht so richtig griffig. Wenig fleischig. Die Zwiebel ist zu dominant. Der Käse, der kommt überhaupt nicht zur Geltung. Und in dem Patty, das Patty schmeckt so ein bisschen wie eine Frikadelle zu Hause. Wie so eine. Das, was ich zu Hause mache, wenn man so Maggi-Fix für Hackbraten nimmt. So schmeckt das ein bisschen. Vielleicht ist da Glutamat drin. Das kann natürlich sein. Das ist der Geschmack ist, der mich da jetzt gerade so ein bisschen abhält. Bratpunkt, gut. Brötchen, gut. Käse ist drauf. Ein bisschen unspektakulär. Das ist so Scheiblettenkäse. Ja. Das ist nix. Der schmeckt nach nix. Fehlt mir so ein bisschen, ne? Das ärgert mich. Der hatte vom Ansehen echt Potenzial. Und jetzt ist das sowas. Schade. Na gut. Ich würde sagen, am liebsten würde ich ihm eine 6,5 geben. Ich würde ihm eine 6,5 geben. Das wäre mein Liebstes, aber dann hätte ich ja hier unfassbar viele Unterteilungen. Wenn ich hier in Kommas arbeiten würde, dann würde ich doch morgen noch hier sitzen. Also, sagen wir es so. Für Zwiebelliebhaber und Salatnichtliebhaber ist es eine 7. Für Salatliebhaber und Zwiebelnichtliebhaber ist es eher eine 5. Für eine 8 kann ich mich nicht durchregen und eigentlich auf eine 7 auch nicht. Also irgendwas dazwischen, 6, 7, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Wie gesagt, wenn da Glutamat drin ist, dann wird er noch einen Punkt Abzug bekommen. Ich kann nur sagen, es schmeckt sehr frikadellig, das Patty. Und das ist was ich schade finde, weil es Medium gebraten, es ist selbst gemacht, da ist es nichts irgendwie aus der Tiefkühltruhe oder sonst irgendwas, sondern es ist selbst gemacht hier, das hat der selbst zusammengedüdelt und das finde ich gut.
Man könnte natürlich jetzt hier noch, hier liegt nur ein bisschen Salat neben dran hier. Und Gurke. Man kann sich das natürlich jetzt auch alles noch selbst machen. Wenn ihr wollt, mache ich das mal. Mal ganz fix. Vielleicht an eine Stelle. Aber ihr wisst ja, ich bin ja eh immer der Freund davon. Mach es dir nicht selbst, sondern lass dich vom Koch überraschen. Also, wir machen hier jetzt mal so eine Mayonnaise, Ketchup. Das ist kurz gemastert, da dürfen wir nicht zu viel von nehmen. Geschichte drauf, auf die Ecke. Na, das ist natürlich der Standard, der absolute Standardgeschmack, wie auf jedem Burger. Dann schnibbel ich mir jetzt hier eine Gurke. Ganz klassisch. Noch ein Stück Gurke reingeschnibbelt. Aufgelegt. Salatblättchen auf die Ecke. So. Und dann sieht das Ganze natürlich schon ein bisschen grünlicher aus. Und dann probieren wir das mal. Man schmeckt es ja wie ein Burger von McDonald's oder so. Ich sage immer, das Fleisch ist das Entscheidende. Das Fleisch ist das, was einen Burger ausmacht. Alles andere kann ich tricksen, machen, tun. Ist das Fleisch geil, ist der Burger geil. Und das Fleisch ist okay, aber nicht so richtig geil. Also, 6 bis 7 Punkte. Das ist das, was ich sagen kann. Ende der Geschichte. Burger kostet, glaube ich, 16 Euro. Ist das wert? Glaube ich nicht. Nicht 16. Aber er schmeckt. Und er macht satt. Das ist viel. Ist ja auch schon mal was. Also, Freunde, ich wünsche euch was. Lasst es euch schmecken, wo immer ihr seid. Ich lasse es mir nämlich jetzt hier schmecken. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns so relativ bald wieder, wenn es mal wieder heißt, der Burger-Tester ist mal wieder in einem Land, in dem er noch nicht war. Also, haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.